die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich mal wieder aus meinem Schlafzimmer. Ich habe mich nämlich gerade vorhin ein bisschen ausgeruht. Ihr müsst wissen, heute hatte ich so einen richtig, richtig turbulenten Tag schon, der in der Früh gleich mit 2 Stunden Zuckerbelastungstest gestartet hat. Viele Schwangere oder viele Mamas kennen diesen Test wahrscheinlich. Der gehört zur Schwangerschaft dazu. Da muss man nämlich nüchtern ins Labor. Der Test dauert circa 2 Stunden und dann wird einem Blut abgenommen, Harn abgenommen und danach muss man so ein ekelhaftes Zuckerwasser, Glukosegetränk trinken, das echt nicht lecker schmeckt. Also das ist wirklich furchtbar. Und dann muss man da warten und dann stündlich nochmal Blut abnehmen lassen. Und das habe ich heute gemacht und das war halt ein bisschen, sage ich euch ehrlich, das war... Gerade jetzt, wo ich so mein Kreislaufprobleme habe und mit dem Blutdruck so ein bisschen zu kämpfen habe, nicht gerade ideal, halt die ganze Zeit dort nüchtern herumzusitzen. Aber was muss, das muss. Und anschließend habe ich dann auch noch einen Frauenarzttermin gehabt. Und ich sag's euch, ich habe heute so ein wunderschönes Bild bekommen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich werde es euch gleich zeigen. Schaut mal. Ich könnte da hinschmelzen. Natürlich ist es mein Kind und dann ist es nochmal so was ganz Besonderes. Aber bitte gebt euch dieses Gesicht im Profil. Wie herzig ist das? Dieses kleine Stupsnäschen, schaut euch das mal an. Schaut euch mal, wie süß das ist. Weiß nicht, erkennt man das? Ich bin einfach heute dahingeschmolzen, als der Arzt mir dieses Foto, also als wir das am Screen gesehen haben, hat er gleich ein Foto gemacht. Ich war so, oh mein Gott, so süß. Da erinnert er mich total an die Michelle. Die Michelle hat nämlich auch so ein kleines Stupsnäschen gehabt. Und vielleicht schaut er ja der Michelle ähnlich und vielleicht hat er sogar ihre Haarfarbe und so. Wir sind gespannt, wir sind auf jeden Fall gespannt. Papa war auch mega entzückt und ja, ich lieb's. Das ist, glaube ich, momentan jetzt mein liebstes Ultraschallbild vom Baby. Einfach herzig. Ja, ich bin im kompletten Mutterglück auf jeden Fall. So, mein Bein ist jetzt eingeschlafen. Und wegen dem Kreislauf, ich habe mir vorhin einen Kaffee gemacht, den habe ich gebraucht. Den habe ich heute noch gar nicht getrunken. Und ich merke so richtig, wie Kaffee mir wirklich hilft. Wenn ich ganz unten bin mit dem Kreislauf, dann ist Kaffee meine Rettung. Nicht immer, aber meistens. Trinke jetzt noch mein letztes Stückchen. Und dann muss ich euch eine App vorstellen. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, ich bin heute ja über 2 Stunden im Wartezimmer gesessen und ich konnte mich mit meiner neuesten, aktuellen, liebsten App beschäftigen. Und zwar habe ich nämlich Readly. Readly kennt ihr vielleicht aber auch noch nicht. Das ist was, sowas ähnliches, wie soll ich es euch erklären, wie Netflix für Zeitschriften. Da hat man nämlich einfach ein Abonnement. Das 10 Euro, also 9,99 € im Monat kostet und man hat Zugriff auf über 5000 Magazine, national, international, egal. Also wenn ihr englischsprachig gut seid, ihr könnt alles lesen, was ihr wollt und das nur um 10 Euro im Monat. Aber natürlich habe ich auch was Spezielles für euch und zwar könnt ihr nämlich mit meinem Link, den ihr unten in der Infobox findet, 2 Monate für 1,99 € testen. Das heißt, ihr könnt euch da ein Abonnement machen, das Ganze mal probieren, ob das was für euch ist, für 1,99 € pro Monat und das Ganze geht 2 Monate lang. Und da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, das ist jederzeit kündbar. Also es ist nicht so ein Jahresabo, wo ihr gefangen seid oder so. Nein, das ist wirklich was richtig, richtig Cooles. Und in dieser Zeit habe ich mich wirklich damit beschäftigt, Magazine durchzublättern, was ich ja schon ewig nicht mehr gemacht habe in der Zeit und in diesen 2 Stunden hatte ich das einfach. Ich habe mir auch meine Lieblingszeitschriften für euch mal so, damit ihr auch ein bisschen einen Einblick gewährt bekommt, was ich so gerne lese. Ich bin also der typische, Frauenmagazine-Typ sozusagen, weil ich mag halt so dieses klassische Woman, das ist ein österreichisches Magazin und Cosmopolitan auf Deutsch. Und also ich mag so also zum Beispiel keine Klatsch- und Tratschblätter, das ist mir dann ein bisschen zu viel. Aber so Frauenmagazine mit so den neuesten Modetrends, deswegen habe ich hier
bei den Favoriten diese zwei abgespeichert. Und natürlich als Mama brauche ich auch immer eine Inspiration zum Essen. Habe ich auch so meine liebsten zwei Rezeptemagazine gespeichert. Unter anderem Gusto. Gusto ist etwas Österreichisches, kennt vielleicht nicht jeder. Aber super, kann ich euch ans Herz legen. Gusto hat wirklich immer super innovative neue Rezepte. Und da hole ich mir auch so Inspo für mich, was wir noch so kochen können. Und Rezepte pur fand ich richtig klasse, weil das ist was Deutsches. Das habe ich erst hier in der App gefunden und kannte ich so gar nicht. Aber das ist super toll, weil es gibt Rezepte, die ziemlich günstig sind. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja richtig klasse. Na, man möchte ja immer so ein bisschen sparen und dann sich ein bisschen Inspiration holen. Und ich fand diese Magazine richtig cool. Ich habe mir jetzt mal nur 4 abgespeichert, weil das ja eh schon eigentlich viel ist. Aber wie gesagt, man hat im Monat Zugriff auf 5000 Magazine. Also meine Lieben, falls ihr Readly auch mal ausprobieren möchtet, dann schaut in die Infobox oder unten in die Kommentare. Dort habe ich einen Link gepostet und den einfach nur anklicken. Mit diesem Link habt ihr nämlich dann diese Vergünstigung aktiviert und ihr könnt 2 Monate lang für jeweils einen Monat für 1,99 euch durchklicken, durchlesen mit euren eure Lieblingsmagazine sozusagen und das Ganze mal für euch ausprobieren. Und falls es doch nichts für euch sein sollte, könnt ihr das natürlich jederzeit kündigen. Und falls es euch interessiert, kostet es euch dann jeden weiteren Monat dann 9,99 €. Ich finde es super spannend, weil es finde ich einfach, mit 9,99 € ist euch irgendwie die Welt offen. Ihr könnt alle Magazine der Welt lesen, die man auch vielleicht so im Handel nicht kaufen könnte. Und ich finde das einfach super coole App. Deswegen, ja, einfach eins meiner Favoriten und werde ich jetzt immer wahrscheinlich lesen, wenn ich irgendwo ganz lange im Wartezimmer sitzen muss. Dann habe ich meine Magazine hier am Handy dabei, muss nicht die Magazine von der Arztpraxis lesen. Ihr könnt es auch am Tablet installieren, die App. Also, wie gesagt, checkt das ab. Und ich werde noch meinen Kaffee austrinken. Ich habe hier noch ein Schlückchen. Der Kaffee hilft mir nämlich immer, wenn es mir so kreislauftechnisch leider nicht so gut geht. Und dann werde ich zur Family rüberschauen, weil ich habe gehört, dass die Kinder auch mittlerweile von der Schule da sind, also die 2 Großen. Und mal gucken, was die machen, was sie zu berichten haben. Und ich melde mich dann später nochmal. Ich bin jetzt in die Küche gegangen und finde hier meinen Mann natürlich wie immer am Herd. Wo sonst ist er nicht einfach zuckerlieb. Und wisst ihr, was er macht? Er macht einen Apfelstrudel oder Apfelkuchen ist das, gell? Apfelkuchen aus unseren Äpfeln. Von unseren Äpfeln aus unserem Garten. Mega cool. Ich freue mich schon. Yummy. Also mega. Apfelkuchen. Das, aber du machst den nach demselben Rezept wie dieses Kürbiskuchen. Also falls ihr den auch machen wollt, dann schaut mal beim Papa rüber. Ich werde euch seinen Kanal unten verlinken. Da hat er nämlich so einen Kürbiskuchen gemacht und das ist eigentlich dasselbe, nur dass halt da die Füllung Apfel ist. Genau. Ja. Und die Kinder, habe ich gerade gehört, sind im Garten. Schauen wir mal kurz in den Garten. Wow. Wenn ihr so viel Garten hört, müsst ihr mal ihren Gesichtsausdruck sehen. Das riecht so gut, Mama. Ja. Gehen wir in den Garten? Kannst du nicht, weil die Hühner frei sind. Also, oder doch, aber du musst aufpassen. Schau, die Sophie, sie versteht Garten. Gehen wir in den Garten? Das ist meine Assistentin. Gehen wir in den Garten? Ja, gehen wir in den Garten. Oh. Mir geht es tatsächlich jetzt viel, viel besser. Also ich habe ja diesen Kaffee getrunken und der hat so meinen Kreislauf so ein bisschen in Bewegung gebracht. Hat mir wirklich echt gut getan. Weil ich war wirklich platt nach diesem Zuckertest. Und ich brauche noch Schuhe. Also ich nehme die vom Papa. Ich nehme in den Garten. Ihr dürft aber keine Hühner jagen, ja? Okay, gehen wir. Also, der Nachbar schneidet hier nämlich einen Ast ab und die Mädels tun so, als wenn sie mit dem Motorrad fahren. Fährst du mit dem Motorrad, Lara? Ja. Ja, auch mit dem Motorrad fahren. Ja? Ich habe am Mittwoch Englisch gemacht. Schon? Also Testschularbeit, gell? Ich weiß. Doch, du hast ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist eine Schule, ich werde trotzdem lernen. Ja. Ich lerne sowieso. Sehr brav. Die Mädels sind jetzt wieder im Haus. Die Luisa liebt ihren Roller abgöttisch. In letzter Zeit will sie nur Roller fahren. Gell? Später Roller fahren. Später Roller fahren. Oh, hat sie gesagt.
Das ist nämlich ein Ritual von Papa. Der geht, geht sie dann wieder Nüsse essen? Ja. Echt? Ja. Magst du auch mit? Ja, ich gehe immer. Ja? Ich gehe immer. Du gehst immer mit? Ja. Zeig mal, Luisa, wie kannst du so toll mit dem Roller fahren? Zeig uns. Also. Und los geht's. Wow. Ja, wow. Und noch viel schneller fahren. Ja, cool. Und noch zurück. Wow. Super. Gehen wir dann Roller fahren, okay? Wenn wenn der Apfelkuchen fertig ist, können wir dann Roller fahren gehen. Auf. Wenn der Papa Zeit hat. Der Kuchen ist fertig. Mmh. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, oder? Können wir den jetzt nicht essen? Ja, das ist gleich vorstellen. Du kannst ihn gleich hier ins Fenster stellen, damit er schneller auskühlt. Ich stelle mal da rein. Ja! Yummy! Riecht schon mega lecker. Nach Vanille, oder? Macht Zimt, oder? Also. Magst du auch Kuchen, Luisa? Kuchen. Das ist ein Kuchen. Apfelkuchen. Apfelkuchen? Ja. Ach so, Apfelkuchen. Was ist denn ein Apfelkuchen? Ein Apfelkuchen. Magst du Apfelkuchen? Nein. Nein? Heiß, Michel? Vielleicht doch noch länger auskühlen lassen, vielleicht? Gerade aus dem Backofen rausgeholt. Ja, man muss schon ein bisschen warten, oder? Michel, ungeduldig, das ist ein Kind ever. Aber ist mega lecker. Wirklich. Ich will mich selbst loben. Du bist schon ein guter Bäcker, Koch. Wir haben jetzt ganz viel Kuchen gegessen. Ich habe sogar 2 Stück verdrückt. Und wir wollten eigentlich ein bisschen mit den Kindern raus, mit dem Roller. Aber jetzt hat es zum Regnen angefangen. Wir sind aber trotzdem rausgegangen. Hier ist die kleine Wisha, Wisha. Schau mal her, du Zwerg. Zwergi. Also eine ganz kleine Runde mit den Hunden. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es regnet. Luisa, wie schaust du aus, mein Hase? Hat deinen Regenmantel an? Luisa schaut so süß. Und die Lara trinkt Regen, oder was? Lara, wie schmeckt's? Lecker. Ei, wirklich. Schaut euch den Papa an. Na, Mausi. Nicht hinfallen, ja? Ja. Okay. Ist ein bisschen Regen, hat noch keinen geschadet. Es ist auch nicht kalt oder so. Deswegen ist es angenehm zu spazieren, weil heute war es ja super warm. Und jetzt riecht es nach heißem Asphalt. Das kleine Schmatze. Du bist süß. Hey! Habt ihr das auch früher gemacht, als ihr ein Kind wart? Regenwasser. Du bist ja noch ein kleines Kind. Regenwasser. Die Luisa kennt sich schon aus, oder? Du musst fester. Fester, Luisa, fester. Fester am Boden. Ich will auch einen Nuss aufmachen. Mit dem Fuß kannst du auch raufsteigen, Schatzi. Du kannst mit dem am Boden werfen. Ja. Noch einmal. Schau die Luisa, wie sie mit dir. Oh, Luisi. Super, toll, Amy. Du kannst doch keine Nüsse essen. Nee. Soll ich sie auch machen? Da. Oder ist der eine rausgeflogen? Kann die Luisa auch mit dem werfen. Super, gib her. Ja. Und Luisa geht's? Wir sind wieder zu Hause und die Luisa hat den Baba. Wie soll ich sagen? Digga, du nervst, ich sag das. Trampolin, oder? Ja, das, ich bin eine. Ein Luftburg. Schmeiß. Danke, Michel. Hatschi. Was machst du mit dem Papa, Luisa? Luisa. Ach, du bist so gemein zu Papa, oder? Die Michel. Immer wenn sie irgendwo steht, tanzt sie einen TikTok-Tanz. Na, 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 na,
Was? Das macht schon längst keiner mehr, Mama. Ich? Nein. Ich bin keiner, oder was? Na, 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 na. Der Papa geht auf jeden Fall jetzt gleich was zum Abendessen vorbereiten. Der möchte die Kinder haben den Auftrag gegeben. Sie wollen Spaghetti Bolognese, aber nicht mit Faschierten, also nicht mit Hackfleisch, sondern mit, wie heißt das? Vegan. Sojagranulat, Sojagranulat macht er das. Und er wird euch mitnehmen. Oder, Babi? Ja. So, meine Lieben, ihr seid mal wieder bei mir in der Küche. Ich werde jetzt am Abend vegane Spaghetti Bolognese kochen. Aber diesmal bin ich nicht alleine, sondern ich habe eine Hilfe, ich habe eine Unterstützung. Die Michelle ganz schick angezogen mit einer Schürze, genau wie der Papa. Und ich würde mal sagen, leg mal los, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Es wird bald schon spät und essen muss man auch noch. Also, leg mal los. Brennt schon? Ja! Okay, das wird schon. Jetzt eben, ja. Also ich mach Spaß. Ja. Ich habe einen neuen Lehrling. Juhu! Wenn man so reinhaltet, zeigt man, was man macht. Ich habe den Löffel an die Michelle übergeben und sie rockt die Bühne jetzt alleine. Ja, es ist egal. Für Anfang an ist gar nicht so schlecht. So, meine Lieben, unser vegane Spaghetti Bolognese schaut so aus. Fast kein Unterschied zwischen Faschiertes und Sojagranulat. Vom Geschmack her ist genauso, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. So, meine Lieben, wir werden jetzt das leckere Essen von Papa kochen. Und vergesst nicht, schaut unbedingt in die Infobox, um die super Aktion von Readly nicht zu verpassen. Also einfach abchecken und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall mal schnell essen. Und uns vom Vlog verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss.